Ich hoffe, das hat sich jetzt gelohnt für da drin. Ein bisschen Krallenschreiter-Stuff mit lila Kiste. Ungenutzte Spulen, ja, naja, ist ja nicht schlimm. Was haben wir hier? Eine Pressemitteilung. Die lese ich vor, nachdem ich ein Schlückchen getrunken habe. Die Nase juckt. Das war ja jetzt auch ein Ding, ey. Uiuiuiuiuiui. So. Umsetzung des Tower of London. Pressemeldung, partiell beschädigt. London, 3. Februar 2050. Der Bürgermeister von London und Minister der Regierung stehen heute vor einem... Bellany, Dankeschön für den Follow. Dankeschön. Der Bürgermeister von London und Minister der Regierung stehen heute vor einem Treffen mit verschiedenen Unternehmen der Baubranche, um die dauerhafte Umsetzung des Tower of London zu diskutieren. Einst war der Tower ein Zentrum für englische Geschichte und ein Touristenmagnet. Doch ebenso wie andere Gebäude am Flussufer steht er seit der ersten großen Themseflut leer. Archäologen sind der Ansicht, dass der Gebäudekomplex stark beschädigt ist und viele Bereiche der berühmten Festung einstürzen könnten. Als mögliche neue Standorte für das bekannte Wahrzeichen werden derzeit unter anderem Hyde Park, Richmond Park und das neue Touristenzentrum in Heathrow genannt. Die Diskussion folgt der breiten Ablehnung eines Angebots von Milliardär Ted Farrow, das Bauwerk am Fahrshauptsitz in Salt Lake City, Utah, kostenlos und sicher einem neuen Zweck zuzuführen. Abgeordneter Nigel Tambling Gogging sagt dazu: Ich würde eher meinen Kopf auf einen Speer stecken und oben auf dem Tower aufstellen, bevor ich unser kulturelles Erbe einem... Okay. Ja gut. Bevor ich Ted Farrow irgendwas gebe, würde ich genauso handeln, um ehrlich zu sein. Ted. Eieiei. Oh, Eule. Hallo. Hallo, Eule. Eieiei. Na gut. Das war, denke ich mal, sehr actionreich. Sehr, sehr actionreich. Nach der Geschichte hier Na, schlag mich tot hier. Im Treibhaus war das ein bisschen notwendig, sage ich mal. Jetzt ein bisschen Action zu haben. Aber mir persönlich ein bisschen zu viel. Viecher für den Lohn, denn der Lohn war echt nicht groß genug. Aber hey, was soll's. So, ich gehe natürlich in die falsche Richtung, war ja klar. Und warum ist schon wieder was markiert? Weil das markiert ist. Okay. Gut, dann folgen wir dem Ganzen mal. In einfach den Fluss entlang. Schön. Machen wir das mal. Auch dir einen guten Namen, Bellany. Gibt's hier ein paar Lachse? Nee. Schwupp. Aber dieses Eisgewürz hier, Eisflussfarnwedel, schön. Ist ja fast wie ein Gewürz. Brauchen erstmal auf jeden Fall Heilung. Denn die haben wir gerade komplett weggeballert. Eieieiei. So. Was zwitschert mir denn da ins Ohr? Ist das ein Steak? Entschuldigung. So, da drüben. Ja, okay, wir haben erstmal 10. Auf dem Weg finden wir noch genug. Gehen wir erstmal da hoch. Und gucken mal. Ich würde halt gerne hier alles erkunden, ne? Ich glaube, so viel gibt es da gar nicht. Ausruhen oder weitergehen? Schreck mich doch, Mistvieh. So, Schnee wird zu Regen. Ah, dann können wir erstmal wieder Munition herstellen. Wir haben ja wirklich genug gerade verballert. Ja gut, wegen einer mache ich das jetzt nicht. Das ist Verschwendung.
Ah, hier, guck mal. Voll. Voll. Alles leer. Ich glaube, wir haben zweimal die Stacks leer gemacht, ne? Eieiei. Ah ja, die haben wir auch komplett weggeballert. Uff. Das war nicht wenig. Nicht wenig Munition. Okay. So. Dann Vorrat auffüllen. Damit haben wir auch wieder volle Berries. Mal schnell speichern. Und da... Eine Brutstätte. Genau da, wo Gaia gesagt hat. Ach komm. Sieht schwer bewacht aus. Aber wenn ich den Kern erreiche, finde ich bestimmt Daten zur Überbrückung neuer Maschinen. Natürlich. Feuer macht die Sache einfacher. Ja. Da warte mal. Wir sind... Ja. Ja, gut. Nee. Okay. Ja. Das... Okay, den kriegen wir schnell platt. Das ist auch nur Level 5. Der war Level 27. Der hier sieht aber nach einem Spitzenvieh aus. Was ist das? Plünderer Schrotthaufen, okay. Da scheint eine Waffe drin zu stecken. Zünder, Rohstoffbehälter, kinetischer Dynamo. Unzerstörbar. Plasmagenerator, Panzerbolzen, die am, an der Seite. Ist das feiner? Schnappmaul. Okay. Ich will jetzt Folgendes machen. Das Schnappmaul... Mist. Es würde ja am meisten Sinn machen, von hier oben anzugreifen mit Pfeilen. Das dürfte sogar gar nicht so schwierig sein, weil die Viecher jetzt ja nicht unbedingt stark sind. Oh. So viel dazu. Oh, was? Du hast nichts gesehen. Warte mal, ich hatte doch mal... wie war denn das? Doppelschuss, gestützt, gestützter Schuss. Oh, nein. Abbruch. Das war mit Rakete. Mit Rocket. Fokussierter Schuss. Ah, schon besser. Tschüss. So. Gleiche hier. Zu weit weg. Zu weit weg. Toll. Ja, dann kommen wir mit da ran. Einmal. Ins Schwarze! Jawollo, so geht das doch ganz gut. Bleib mal da unten. Na? Ist der schon hin? Haben wir den jetzt echt zerlegt? Nein, der ist da unter der Erde. Ich habe mich gerade gewundert, der ist auf einmal verschwunden. Der soll mal auch auf den Meter rankommen. Wo ist denn der jetzt hin? Ich sehe den da. Ah, ja, denkste, Freundchen, denkste. Aber in der Zeit können wir uns ja um den da mal kümmern. Zu wenig Ausdauer. Boah, ist ja richtig epig. Also, ich habe kein... Boah, Alter, ist die Musik laut gerade. Ist sie bei euch auch so laut? Lauter als ich, wenn ich rede? Ach, Mist, daneben. Ist schon laut, ne?
ist schon runtergesetzt. Machen wir mal so. Nein, ich habe zurückgesetzt. Verdammt. So. Ist bestimmt besser jetzt. Komm schon. Komm schon, die brauchst du nicht mehr. Jawohl. So, und der chillt jetzt da ganz hinten am ADW. Dann gehen wir mal runter looten, ne? Ah, jo, doch nicht. Tschüss. Mutti! Sag mal. Aloy. Aloy, bitte. Einfach nach oben. Wo ist denn der hin? Hat er sich... Sag mal, was machst du denn da? Ah, der hat sich wieder eingegraben da unten. Soll er mal machen. Na, komm mal erstmal raus. In der Zeit können wir ja mal ein bisschen herstellen. Ah ja. Der bleibt doch da hinten irgendwie, ne? Oder kommt er jetzt nochmal her? Moin. Och Mann, jetzt mach doch mal ganz kurz entspannt. So viel dazu. Ah, ganz daneben, natürlich. Panzerschlapper. Ich sollte mich vorsehen. Jetzt hat er sich eingegraben. Alter, der ganze Loot, Leute. Der ganze Loot. Nice. Wo ist er? Da hinten. Von irgendwas Schaden bekommen da unten. Können wir mal den hier versuchen. Den Speer. Sieht schon cool aus, das Ding. Wie so eine Harpune. So, komm raus, Freundchen. Komm, zeig dich. Komm schon. Wo ist er? Sei nicht so zimperlich. Was ist denn, wenn ich hier einfach einen Pfeil drauf schieße? Reagiert er darauf? Nicht wirklich. Alter, haarscharf am Kopf vorbei. Nein! What? What? Hoch, 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 jetzt. Hoch! Nein, nicht jetzt, hoch! Alter! Wie sie beim Werfen immer so einen Schritt nach vorne macht, ey. Und deswegen fast runterfällt. Okay. Ich könnte mir die Waffe holen. Könntest du? Du könntest aber auch hier oben in Sicherheit bleiben und warten, bis er stirbt. Oha, Wolli, no. Oh, damn. Oh nein. Wo ist er denn? Da. Okay, wir versuchen das nochmal mit dem Pfeil. Ich glaube, das ist wirklich nur Zufall gewesen. Jo, moin. Ach komm. Wasted. Oh, jetzt ist er schon wieder abgetaucht. Ich könnte kotzen.
die Zahlen, wie die aus dem Boden hochploppen. Na komm, jetzt haben wir ihn aber gleich. Können wir ihn mal mit Dings begrüßen, mit Explosionen. Flauschig, schönen guten Abend. Na komm, jetzt zeig dich mal, Freundchen. Wir haben es doch gleich. Wir haben es doch gleich. Gleich bist du platt. Zieh dich nicht, Sissilein. Och komm, da hinten? Ernsthaft? Oh. Es wird schwer, ungesehen in die Brutstätte zu schleichen. Ich sollte mich erst um die Maschinen kümmern. Sag mal, womit schieße ich denn hier? Ja, kein Wunder, dass es keinen Schaden macht. Alter, wieso hat denn der noch so viel HP? Los, ist rein. Jetzt sollte ich es in die Brutstätte schaffen. Ich gebe nicht auf. Nee, lass mal. Aufgeben ist unsinnig. Nachdem wir jetzt so viel geschafft haben, Aloy. Das wäre jetzt wirklich Verschwendung pur. Jawohl. Ja, damit. Ah, und jetzt erstmal schön looten, Leute. Das Ding kann ich nicht looten? Nee. Okay. Oh, wieder schön alles blitzt und blinkt. Alles meins. Ja. Schön, schön. Verfeinerungskern. Okay, nehme ich. Was haben wir hier? Verteilungstank. Was haben wir hier? Hallo? Meersalz-Talg? Meersalzstängel. Was? Ein Schelm, der Versautes denkt. Was ist das? Okay. Meersalzstängel. Oh, hallo. Was bist du denn? Ein Kistchen hier versteckt. Ja, nice. Ja, damit. Oh, und Glühnglanz. Grünglanz. Sogar eine fette Ansammlung. Ja, geil. Das hat sich richtig gelohnt. Alter. Nice. Davon haben wir noch so wenig hier von dem Meersalzzeug. Nehmen wir auf jeden Fall ein bisschen was mit, ne? Lachs. Jawollo. Ich glaube, Lachs haben wir mittlerweile auch einige, ne? Barsch! Es ist ein Barsch, kein Lachs. Dann haben wir noch gar nichts. Dann, ne, wisst ihr Bescheid. Der Loot! Vor dem Loot halte ich mich nicht zurück. Was ist das hier? Goldene Blüte. Okay. Aber nur 11 bisher? 11. 11. Ein komisches Wort. 11. Ist ja fast wieder wie die Lebewesen. 11. Wieso heißen die eigentlich 11? Gab es immer nur 11 von denen? Oder Elfen? Sind das dann 11 Elfen? Oh, hallo Kiste. Ja, nice. So, da liegt noch was. Das nehmen wir natürlich noch mit. Noch ein Verfeinerungskern. Okay, da haben wir was kaputt gemacht. So, damit würde ich sagen, haben wir es im Großen und Ganzen. Hier liegen noch ein paar Einzelteile rum. Da hinten blitzt noch was, aber ich glaube, das war das Teil, was wir nicht aufheben konnten, ne? Ja. Ja, okay. Die blitzen einfach nur just for fun ein bisschen auf. Konnten wir nichts mitmachen, ne? Okay. So. Was bist du, eine Taube oder eine Möwe? Auf jeden Fall bist du tot. Und ein leckeres Steak gleichzeitig. Wie eine Möwe, sehr gut.
Zwei Möwengabelbeine, sehr schön. Wichtig. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch die Brutstätte. Ja, nice. So rein durch Zufall. Panzerschnapper, Panzerbolzen. Sehr geil. Noch ein paar Barsche einfangen. Altnordisch heißen Elfen Alfir. AHD, Alp. AHD heißt das auch irgendwas. AHD, Alp. Altenglisch Elf. Dänisch Elve. Das kümmerische walisische Wort ist Elül. Der ganz andere. Irisch Eilil. Die Herkunft des Wortes ist nicht gänzlich geklärt. Okay, Auftrag erfüllt, Burpsy. Dankeschön für die Info. Ja, wo sind wir denn hier jetzt gelandet übrigens? Ist so dunkel. Wir sollten mal hochgehen, speichern. War eigentlich auch jetzt gerade in diesem Moment voll egal. Weil wir gehen eh rein. Da ist der Tagesdings sowieso Bums. Der Tagesdings ist Bums, Leute. Das ist doch mal ein Zitat wert. Frag nicht. So, weiter geht's. Kappa. Schnappmaul. Keine Chance auf einen Unterwasserkampf. Ich muss mich vorbeischleichen. Der Tank kann mir Deckung geben. Mit Schockmunition ist die Maschine schnell erledigt. Ja, aber erstmal müssen wir uns hier verstecken vor dem Vieh. Oh, die leuchten schön, die Fischchen. Hat er uns jetzt echt schon gesehen? Brutstättentür. Geh weiter. Wir können unter Wasser einfach nicht kämpfen. Ach so, Wolli hat das geschrieben. Ja, ihr habt die gleiche Farbe. Ihr habt die exakt gleiche Farbe. Tut mir leid, das habe ich jetzt... Ich habe nur auf die Farbe geachtet. Und ihr habt ungefähr die gleiche Länge an Namen. An Namen, also die gleiche Anzahl an Namen. Deswegen ist da eine sehr hohe Verwechslungsgefahr. Ist hier eigentlich noch irgendwie... Von hier aus kann ich runterschwimmen. Von hier aus kann ich runterschwimmen? Oh, ja, ich sehe es. Okay, hier müssen wir rein. Jetzt sehe ich das erst. Sonst war hier jetzt kein Loot oder so, ne? Nee. Okay. Na dann, weiter geht's in die Tiefen. Schön ist es hier unten. Du trittst gleich eine Brutstätte und kannst sie nicht verlassen, bis du sie abgeschlossen hast. Stelle sicher, dass du gut vorbereitet bist. Boah, passt schon. Oh. Ich mag Schnappmäuler am liebsten, wenn sie weit weg sind. Ja, ich auch. Wolli ist jetzt lila, sehr gut. Ist das schön. Ja, ich weiß, dass ich schnell schwimmen kann, aber ich finde das gerade sehr beruhigend und sehr, sehr angenehm, hier unten in Ruhe rumzuschwimmen. Also in RL kann ich ja mit tiefem Gewässer gar nichts anfangen. Vor allem, wenn man den Grund nicht sehen kann. Bin ich da ein bisschen... Nee. Was hat denn? Okay, wir gucken gleich. Diese Schaufeln, sie erzeugen Strömungen im Wasser. Okay. Ich finde das voll cool, by the way, dass das Wasser sich durch den Propeller dreht. Also wie so ein...
wie so ein, Wirbel. Ich finde das voll gut, dass es nicht selbstverständlich in Spielen. Und dass man jetzt dann den Kern finden und die Maschinenüberbrückungen holen. Dass auch noch die Strömung Auswirkungen auf den Spielcharakter hat. Finde ich richtig krass. Also technisch, top. Okay. Den können wir mal kurz... Ah, Mist, den kann ich nicht wegmarkieren, oder? Ich sollte keinen Frost einsetzen. Kann ich doch. Sehr schön. Okay. Diese Kiste. Damit könnte ich auf den Vorsprung klettern. Ja, warte mal. Wir haben hier nur Loot. Ich hätte doch nur mal meine Vorräte oben auffüllen sollen. Naja. Gucken wir uns hier mal um. Na? Hä? Hä? Müssen wir die vorher Makramee! Alter, wie ist sie? Hä? Bin ich jetzt vollends bescheuert? Ich soll die irgendwie ziehen oder was? Okay. Ich muss es von weiter weg versuchen. Jetzt sollte ich hochklettern können. Okay. Deswegen die Farbe blau. Es muss einen Weg aus diesem Raum geben. Story of my life, Alter. Hast gerade was geschafft, fängst das nächste an, auf einmal bam. Jo, ist auch richtig, Wolli. Ist auch richtig. Ah, da, hoch. Vielleicht kann ich hier irgendwo hochklettern. Hm, ich sehe es ja. Wo? Da. Aber warte mal. Geht das mit der Kiste? Oh shit. Schnell. Die Strömung bewegt die Kiste. Ja. Und da ist gerade ein Vieh reingekommen. Zwei sogar. Zerbrochene Scheibe? Was? Das ist mir von Vorteil. Geh weg! Geh weg! Hau ab! Okay, das Schwänzchen. Säulkanister. Oh, den müssen wir heile lassen. Scheiße. Okay, Leute, wir haben keine andere Wahl. Fight. Gegen was? Plasma. Okay, nice. Ich muss treffen, bevor das Plasma... Ich bin ganz schön in der Ecke. Ganz schön eingezwängt in der Ecke. Oh Mann, ey. Komm schon. So ein Spaß. Jetzt suche ich weiter nach dem Ausgang. Ui. Da war ich kurz ein bisschen, ne? Jetzt mal nachladen wieder. Okay, ist voll. Ah, okay, dachte ich mir schon. Jetzt das Ding hier. Jawohl. Na also.
Sehr schön. Sehr schön. Erstmal hier alles looten, damit wir wieder Heilung bekommen. Muss ich von hier da runter schweben? Jetzt kann ich nach unten gleiten. Ja, danke. Genau das dachte ich mir. Jetzt gucken wir uns aber erstmal um, bevor wir das machen. Ein Energiefeld, okay. Ah ja, noch eine Kiste. Sehr schön. Und sonst noch irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Das aber ganz weit weg. Okay, dann machen wir das doch. Auf geht's. Geronimo! Jawollo! Geschafft. Okay. Sonst irgendwas? Nö, ne? Nö. Können wir weiter. Ich werde mal die Dings hier... Achso, ich dachte gerade, das wäre eine Lootkiste. Test. Ja, ist wieder versetzt. Okay, Sekunde.